Moin ihr Lieben, das Video, das ich euch jetzt zeige, ist zwar aus dem Frühjahr, aber lasst euch nicht daran stören, denn es ist zeitlos, es geht um das Thema Sattelanpassung und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Moin ihr Lieben, ich stehe mit Magnus von Reitsport Rhein-Main und wir haben uns heute mal meine Iconic-Sättel angeschaut, denn nicht nur über Sebastian, sondern auch über Magnus bekommt man Iconic, es gibt auch noch viele weitere Vertriebspartner. Und da haben wir mal vor allen Dingen die Springsättel angeschaut. Ich habe ja ein bisschen auch spezielle Pferde. Magst du mal kurz ein bisschen was zu den, gerade zu Carlsson auch sagen? Ja, Carlsson war der zweite, gell? Ja, genau, der mit der Schulter. Ja, da war halt die Problematik, dass der halt unfassbar, also das ist unfassbar schief ist, aber der hat halt quasi eine Schulter so stehen und die andere ist ein bisschen markant und dadurch rutscht man halt immer auf eine Seite und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir quasi ein Pad drunter gemacht haben mit, ich meine, das hast du ja auch schon länger, das hatte ich ja schon mal vor einem Jahr geraten, genau. Und haben das ein bisschen asymmetrisch gepolstert und damit kriegt man halt schon relativ viel raus. Wir haben es über die Polsterung nochmal probiert, ein bisschen einzustellen, aber du kannst halt bei einem schiefen Pferd immer nur gucken, dass du das Übel so gering wie möglich hältst, ohne dass es halt... Ja, man wird halt wahrscheinlich nie die perfekte Lösung finden für diese Schulter. Wenn das so massiv ist, kannst du das nicht perfekt machen. Das ist ja, weil wenn irgendein Untergrund schief ist und du legst was drauf, kann es auch noch schief werden. Du kannst immer probieren, das ein bisschen auszugleichen, aber bist halt auch so ein bisschen limitiert in den Möglichkeiten. Ja, also wir haben da auf jeden Fall schon eine sehr gute Lösung gefunden. Bei Carlsson merkt man das auch sofort, denn der läuft dann schnell auch mal zügellahm. Das bedeutet, dass er so Taktfehler einbaut, gerade dann links in der Schulter. Das habe ich ja auch immer mal wieder thematisiert, wenn meine Osteopathin dabei ist. Was genau Magnus hier mit dem Stift macht, das werde ich euch später im Video noch erklären. In diesem Video ist Carlsson auch so ein bisschen der Fokus, denn er ist auch das größte Problem mit seiner asymmetrischen Schulter. Rutschen mir Sättel halt tendenziell einfach nach rechts rüber, weil links die Schulter so ausgeprägt ist, aber die Muskulatur dahinter nicht. Und ich auch mittlerweile leider gemerkt habe, dass ich auch immer schiefer werde dadurch, was natürlich sehr ärgerlich ist. Und deswegen haben wir da für ihn natürlich am meisten geguckt. Aber sein Rücken ist trotzdem intakt. Er hat keine Schmerzen, wie ihr hier seht. Es ist trotzdem ein Problem, was stört. Sein Sattel liegt vom Prinzip schon ganz gut. Er wollte ihn aber vorne noch ein bisschen polstern, weil ich da noch ein Pad drunter habe. Und auch hier kommt nochmal das mit den Strippen, dass auch die hier ein bisschen versetzt werden müssen, damit die Gurtlage noch gerader ist. Das konnten wir auch vor Ort machen. Das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Aber ansonsten vom Prinzip her ist der Sattel schon gut. Auch Carlsson-Sattel haben wir danach natürlich nochmal draufgelegt und er hat ein Korrekturpad darunter mit einem Polster hinten rechts und einem vorne links, um die Kuhle hinter seiner großen Schulter ein bisschen auszugleichen. Und auch die Begurtung haben wir angepasst. Links haben wir die erste und zweite Strippe genommen und rechts haben wir die dritte und die vierte Strippe genommen. Ich war sehr, sehr zufrieden mit dieser Lösung. War, weil er mittlerweile das neue Modell hat, den Classic Evolution. Ich aber immer sehr, sehr gerne auch in dem Sattel geritten bin, den er jetzt in diesem Video noch trägt. Nur der neue Sattel liegt noch tatsächlich ein bisschen besser auf ihm. Und diese Lösung war für ihn aber trotzdem eine sehr, sehr gute. Und man muss manchmal ein bisschen tricksen, wenn das Pferd nicht ganz so einfach gebaut ist. Ich bin Carlsson dann auch noch einmal vorgeritten, denn bei ihm haben wir ja auch die größten Veränderungen vorgenommen und ich habe ein stabileres Gefühl gehabt, das Gefühl, dass der Sattel einfach ausbalancierter auf dem Pferd liegt und das hat sich auch über die Wochen danach einfach herauskristallisiert. Es war eine ganz gute Entscheidung, die Strippe umzusetzen und ich hatte ein sehr gutes Gefühl, aber ich muss trotzdem sagen, mein neues Modell liegt noch ein Ticken besser auf Carlsson. Jetzt kommen wir zu Holly. Bei der habe ich also das Problem, dass die Sättel mir immer so ein bisschen abhauen. Dass sie nach vorne rutschen, ja. Ja, die rutschen ja bei ihr so ein bisschen nach hinten. Ach, die, stimmt. Ja. Die rutschen nach hinten. Ja, genau. Da haben wir den Sattel hinten nochmal ein bisschen unterstützt. Also ich habe da das zwischen Sattelkissen und Sattelbaum zwei Keile drunter gemacht, dass quasi das Polster jetzt nicht fester gemacht werden muss, aber dass es ein bisschen mehr gestützt wird.
Und wir werden irgendwann demnächst, wenn du mal Zeit hast, wie gesagt, schickst du mir den mal zu, und dann setze ich die Begurtung so ein bisschen weiter nach vorne, weil bei dem Pferd war es so gewesen, die Gurtlage vom Sattel war einen Ticken weiter hinten als die des Pferdes ist so. Also das heißt, anstatt dass der Gurt gerade hochläuft, lief das ein bisschen nach hinten und dadurch kam halt auch schon so kleine Schwingungen rein. Das müssen wir, wie gesagt, in Zukunft mal ändern. Ich hätte euch jetzt am liebsten den Originalton reingepackt, aber die Schwalben waren leider so laut. Magnus zeichnet bei jedem Pferd erstmal ein Raster auf und das ist auch bei jedem Pferd gleich. Er beginnt hier mit der Schulter und dann mit dem 18. Brustwirbel. So bekommt er Anfang und Ende der Sattelfläche. Und dann haben wir hier den langen, breiten Rückenmuskel. Auch der ist wichtig für sein Raster, denn das ist die Auflagefläche, die der Sattel halt eben ja in Anspruch nehmen darf. Die Widerrissfreiheit wird hier natürlich auch noch mit eingezeichnet. Da darf natürlich kein Druck entstehen am Widerriss. Einmal an der Wirbelsäule lang und mit diesem Raster kann er gleich den idealerweise tiefsten Punkt für den Sattel finden. Das ist einfach so eine Orientierung und das ist natürlich auch dann sehr, sehr gut, um das auch nachvollziehen zu können. Hier ist jetzt der idealerweise tiefste Punkt. Bei einem Springsattel darf der Sattel auch ein bisschen weiter hinten liegen. Und daran kann man sich jetzt orientieren und gucken, ob die Sättel auch ja, gut liegen und ob der Sattel an der richtigen Position liegt. Da Hollys Sattel dazu neigt, nach hinten zu rutschen, haben wir uns das Problem genauer angeschaut und die Sattellage von Holly ist weiter vorne als die des Sattels und deswegen kann man dann die hintere Strippe nach vorne setzen lassen, damit einfach die Position vom Sattel, also die Gurtlage vom Sattel, weiter nach vorne kommt und mehr mit der von Holly übereinstimmt. Denn der Sattel muss auch hinten noch ein Stück höher, was natürlich wieder kontraproduktiv ist, weil in dem Fall, wenn wir den Sattel ein bisschen hinten hochnehmen, wieder die Gurtlage vom Sattel noch weiter nach hinten rutscht. Aber deswegen bringt das sehr, sehr viel, wenn man eben die Gurtstrippe nach vorne setzt. Bei manchen Sätteln ist die halt einfach ein bisschen weit nach hinten angelegt. Wir haben dann die Sättel wieder aufgepolstert. Leider habe ich vergessen, euch das zu zeigen, aber ihr kennt das ja auch aus älteren Videos von mir. Das ist ja immer ungefähr gleich. Und hier haben wir nochmal das Thema, dass es wirklich was ausmachen würde, wenn wir die Gurtlage verändern vom Sattel. Also auch hier bei Hollys Sattel nochmal die letzte Strippe nach vorne setzen. Das ging jetzt vor Ort nicht, weil die so gut verbaut war. Das wird nochmal nachträglich gemacht. Und dann haben wir hier noch darüber gesprochen, dass bei manchen Pferden das halt eben sehr, sehr viel ausmacht, wenn man die Strippen verändert. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben es bei Carlson gemacht. Das fand ich sehr gut. Bin da sehr zufrieden mit gewesen. Und bei Hollys Sattel haben wir es dann nicht mehr gemacht, weil sie ja kurz darauf nach Hamburg leider ja auch erstmal krankheitsbedingt ausgefallen ist. Sammy ist natürlich ein ganz anderer Pferdetyp als Carlson und Holly. Sie ist massiger und einfach auch so ja, kräftiger gebaut und hat auch eine viel längere Sattellage als die anderen beiden. Und ist so grundsätzlich einfach ein komplett anderer Typ. Sie hat auch hier eine viel breitere Fläche an der Wirbelsäule. Und wir haben ja auch lange einen Sattel gesucht, der eben nicht nach vorne rutscht, weil sie halt eben ja sehr flach auch ist im Übergang zwischen der Schulter und dem Rücken. Und gerade solche Pferdetypen, auch Haflinger und Fjordpferde etc., neigen halt eben dazu, dass Sättel schnell mal nach vorne schieben. Und da bin ich so happy mit meinem Dressursattel, weil der liegt wirklich 1A. Und ihr seht, Sammy ist ein bisschen kitzelig, wenn man sie so anfasst. Bei Sammy kann man das jetzt sehr gut sehen, denn da ist der tiefste Punkt und das stimmt eben auch mit der Zeichnung überein. Auch vorne, wenn man jetzt einmal hier ein bisschen kurz in die Kamera reinguckt, sieht man, wo die Fläche frei war und wo der Sattel auflag. Magnus erzählt, dass man dieses Schema zwar nicht bei jedem Pferd 1:1 so umsetzen kann, aber bei 95% der Pferden ist halt eben, dass dieser tiefste Punkt dann auch übereinstimmt und die Pferde da am besten Last aufnehmen können, wenn der Sattel so liegt. Man muss auch sagen, ich bin da sehr perfektionistisch. Die Sättel waren jetzt... die waren eigentlich alle gut gewesen. Es waren jetzt wirklich nur so Nuancen und kleine Feinheiten, die man halt so ein bisschen anders machen kann. Ja, ich bin da wirklich sehr pingelig. Aber ich habe auch noch so ein paar Fragen an dich. Du siehst ja viele Pferde, viele Reiter, kommst ja viel rum, auch viele Sattelmarken. Wird es eigentlich schwieriger, durch diese ganzen verschiedenen Hersteller den passenden Sattel zu finden oder erleichtert das das Ganze? Also ich sag mal so, wenn man halt tagtäglich damit arbeitet, habe ich so nicht... So vom Gefühl her, ich meine, jeder sieht es ein bisschen anders, jeder hat seine Favoriten, aber ich kann ungefähr sagen, bei dem und dem Pferdetyp finde ich halt den und den Sattel ganz gut. Ich glaube aber mehr, dass es den Kunden mehr verwirrt. Also nicht mich jetzt als Sattler, sondern dass es für den Kunden halt immer unübersichtlicher wird, weil es gibt ja
keine Ahnung, klar, es gibt die paar renommierten Marken, die man kennt. So, und dann gibt es aber aus jeder Ecke irgendwie kommt noch eine neue Marke raus. Macht's alles nicht einfacher, also schon schwierig. Wie lange hast du Iconic jetzt auch im Sortiment und was hat dich überzeugt, das auch mit aufzunehmen? Seit knapp 2 Jahren jetzt. Und es war eigentlich ganz lustig gewesen damals. Ich habe die Zettel, gut, ich habe das erste Mal von den Zetteln vor so vor 3-4 Jahren was gehört und kannte die aber halt nicht so wirklich, so wie es vielleicht auch vielen anderen geht. Und fand die aber eigentlich ganz gut, weil ich fand, dass die halt echt gut auf Pferd liegen, gerade bei breiten Pferden, also bei etwas kräftigeren Pferden, da fand ich die halt echt Bombe. Und dann habe ich sie das erste Mal gesehen, also so richtig wahrgenommen auf der Spoga. Ich glaube, vor 3 oder vor 4 Jahren war das. Dachte mir schon so, Mensch, die musst du mal anschreiben, musst du mal anrufen, würde ich eigentlich gerne mit aufnehmen, weil das kannte halt bei uns in der Region kaum jemand. Mhm. Und dann war so ehemalige Mitarbeiter von Iconic, kam dann auf mich zu, so, hey Mensch, ich habe ein bisschen was gehört von dir, wie schaut's denn aus? Ich würde mal unsere Produkte zeigen, das war halt dann sehr geil. Also besser kann es nicht laufen für mich. Hast du da so ein Favoriten-Dressurmodell und Favoriten-Springmodell? Ja, schon. Also gerade beim Dressurmodell ist es auch so, unabhängig von allen Marken, mein bestverkaufter Sattel, das Pro-Modell von Iconic, war es halt einen unfassbar guten Sattel für 2.150 Euro. Ja. Das ist also so qualitativ. Was Ähnliches habe ich nicht im Angebot. Und im Springbereich ist es meistens hier der Favorit von Iconic, den ich echt gut finde. Weil du hast halt für das Geld, was du dafür bezahlst, bekommst du so viel Sattel, wo du halt bei anderen Marken teilweise vergeblich nachsuchst. Was sind so die häufigsten Fehler, die Reiter machen mit dem Thema Satteln oder Gurten? Also viele machen das halt so, früher hat man es ja so gelernt, so dass es immer gerade, also gerade hier mit der Gurtlage, mit den Schlitten muss es schön gerade runterlaufen, sondern unabhängig davon, wo die Gurtlage beim Pferd ist, packt der Reiter dann den Sattel, legt ihn drauf und der legt dann gar nicht mehr mit Schwerpunkt und alles, aber die Schlittenführung passt. Okay. So bei den modernen Pferden ist es ja so, dass, wie es auch bei einem deiner Pferde ist, dass die Gurtlage nicht immer gleich die Gurtlage des Pferdes nicht immer gleich die Gurtlage des Sattels ist. Ja. So, und dann muss man jetzt halt hingehen zum Beispiel und sagt, okay, bei den neueren Modellen sind sie jetzt, glaube ich, schon ein bisschen weiter nach vorne gesetzt, aber wie wir es bei den anderen gemacht haben, teilweise waren die halt mal ein bisschen weiter hinten gesessen. Und wenn die vom Pferd weiter vorne kommen, das ist zum Beispiel ein Punkt. Was sagst du zum Thema ohne Hocker aufsteigen? Für den Sattel? Hat es auch wirklich, also man sagt ja immer so die Muskulatur vom Pferd, aber eigentlich ist es ja nur ein kurzer Moment. Ja, also wie gesagt, zum einen fürs Pferd, aber zum anderen, also jetzt nicht bei Iconic jetzt, aber passiert zum Beispiel, die haben Lederbaum drin. So Gras oder Grange Bär, den kennt auch eigentlich fast jeder. Und durch den Lederbaum, wenn du dann jedes Mal hier vorne ziehst, dann ziehen die sich komplett. Und wenn der Sattelbaum, also gerade bei dem Iconic wird es, denke ich mal, jetzt nicht passieren, weil die noch mit Federstahl verstärkt sind. Aber wenn du einen reinen Kunststoffbaum hast oder irgendeiner vom Material ein bisschen weicher ist, kann das über die Zeit schon, also über Monate und Jahre hinweg schon passieren, dass sie sich ein bisschen verziehen. Kann eine bestimmte Schabracke eine Auswirkung auf die Passform, also nicht auf die Passform, aber auf das, wie der Sattel liegt, weil es gibt ja Schabracken, die mittlerweile ist ja eine Schabracke nicht mehr nur funktionell, sondern auch eben modisch und viele sind dann auch beschichtet, sind ein bisschen aus so einem Satengstoff oder so. Man sieht dann ja auch, dass die selber schon ein bisschen unter den Sattel rutschen, aber hat es auch Einfluss auf den Sattel dann, wie er liegt? Ja und nein. Also letztendlich, wenn ein Sattel gut angepasst ist, hast du da eigentlich wenig Probleme. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Sattel hast, der halt schon, oder wenn du ein Pferd hast, das dazu neigt, den Sattel nach vorne zu schieben oder einfach aus der Balance so ein bisschen zu bringen, empfehle ich meistens eine Schabracke mit Moosknüppelbesatz auf einer Seite, dass es halt einfach so ein bisschen besser getragen wird. Oder irgendwas, was nicht so gar zum seidigen Oberfläche hat, dass es halt nicht so ganz extrem ins Rutschen kommt. Das sind ja gerade so die guten alten Cotton-Schabracken, wie man sie kennt, sind da auch eigentlich, die sind immer noch gut, nach wie vor, aber eigentlich, wenn der Sattel ordentlich angepasst ist, sollte das eigentlich nicht wenig ausmachen. Klar, es gibt jetzt sehr dünne und sehr dicke Schabracken. Muss man ein bisschen gucken, wenn man jetzt einen Sattel hat, der wirklich immer perfekt angepasst ist mit einer dünnen Schabracke und du packst dann wirklich ganz dicke drunter, dann kann es schon Passé sein. Gibt es ja zum Beispiel also richtig Flexi-Pad oder wie es heißt. Ja, das wird ja als Schabracke genutzt. Genau, und da muss man dann schon mal ein bisschen gucken, da kann es schon sein, dass es dann, dass der Sattel dann so einmal aus der Balance kommt, dann hinten zu tief liegt. Ja, man kann dann ja auch schnell mal hier so eine Wulst kriegen. Genau. Ja. Ist auch wie, wenn man jetzt einen Sattel angepasst hat mit Lammfell und man zieht das Lammfell einfach raus. Ist er natürlich hier vorne viel zu breit, weil Lammfell an sich macht immer eine Kammer weiter aus. Okay. So, viel mal Daumen. Doch zu viel. Ja, schon. Okay. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Man sollte seinen Sattel mindestens einmal im Jahr kontrollieren lassen. Es ist ja auch so, laut Gutachter ist ein angepasster Sattel, hat eine Passform von etwa 3 bis 4 Monaten. Weil Pferde sind ja Sportler, wenn du mit denen arbeitest, pipapo. Ich sag mal, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, ich sehe auch anders aus nach ein paar Monaten, als
zuvor. Und deswegen sollte man mindestens einmal im Jahr gucken lassen und vielleicht halbjährlich. Macht vielleicht sogar was mehr Sinn. Darf man Sattel so viel ölen und pflegen, wie man möchte? Gibt es da irgendwie? Es gibt ja so, es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ja eh totes Leder, mache ich ja einmal im Jahr sauber. Und dann gibt es zum Beispiel mich, ich öle und pflege sehr gerne. Also klar, man sollte es nicht zu wenig machen, weil ich finde, ich vergleiche es nur mit meiner Haut. Also wenn ich viel arbeite, meine Haut ist relativ schnell angegriffen, wenn ich den nicht einkriege, geht die kaputt. Und so ist es mit dem Leder auch. Das ist klar, es ist ein totes Tier, aber von der Oberfläche ist es ja auch so beschaffen, dass es weich und geschmeidig bleiben soll. Und wenn du es halt nicht pflegst, nicht fettest oder nicht ölst, irgendwann wird es härter, dann fängt es an, Risse zu kriegen. Und wenn das mal so weit ist, ist es eh schon vorbei. Weil wenn es kaputt ist, das Leder kann sich nicht mehr regenerieren, weil es eine tote Haut ist. Ja. Deswegen, ich würde sagen, so einmal die Woche oder alle, mindestens einmal im Monat sollte man den pflegen. Also so mit, ich sage mal, wenn Sattelseife, dann immer mit viel Wasser hinterher, dann sind die Poren geöffnet und dann nochmal mit einem Fett oder einem Öl nochmal hinterher, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Wie sieht das sonst noch so aus? Muss ich mein Pferd auch gut reiten oder reicht es, wenn der Sattel einfach ordentlich angepasst wird? Wieso muss man jetzt auch noch reiten dann? Das macht ja der Sattel. Nein, das ist ein Zaubersattel. Der wird dann angepasst und der passt dann ein Leben lang. Da kannst du machen, was du willst. Und reiten brauchst du nicht, weil der Sattel reitet von alleine. Ja. Ja, ihr habt mit mir jetzt ja auch jemand, der sehr perfektionistisch ist und ich will es immer hundertprozentig haben und bin dann da auch so sehr verbissen drauf. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal dieses Video hier für euch gedreht. Ich habe euch alle Informationen zu Iconic, zu Sebastian, zu Magnus in die Infobox gepackt. Dann, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da alles finden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt blenden wir euch noch ein paar Aufnahmen von dem neuen Sattel ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.